Dafür, dass wir seit März senden, meine Damen und Herren, haben Sie uns sehr unterstützt. Und das bedeutet natürlich, wir haben Hits ohne Ende. Ja, erst war es ein Hit, dann zwei, wie weiter? Jetzt haben wir eine richtige Hitparade. Zu dieser Hitparade in der Top Ten gehören auch Uhren. Ja, zum Beispiel Armbanduhren und Automatikuhren. Und, meine Damen und Herren, wir haben schon mehrfach Uhrenbeweger gezeigt und verkauft und ausverkauft. Heute haben wir wieder welche für Sie. Uhrenbeweger, es geht in dieser Sendung nur um Uhrenbeweger, damit Ihre Automatikuhr natürlich nicht kaputt geht und immer schön intakt bleibt. Ja, fangen wir an mit Anne-Kathrin Kosch, meine Damen und Herren, die schon den ersten Uhrenbeweger hier stehen hat. Das ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für jemanden, von dem Sie wissen, dass er eine Automatikuhr hat. Ja, das stimmt. Und jeder Liebhaber einer solchen tollen Automatikarmbanduhr fragt sich natürlich auch, was ist, wenn die Uhr mal über einen längeren Zeitraum liegt und nicht am Handgelenk ist. Nehmen wir mal an, es kommt auf das Modell an, sie liegt länger als 35 Stunden. Dann hört es ja auf, sich zu bewegen. Und natürlich, was viel schlimmer ist, das Öl kann anfangen, sich zu verharzen. Und das ist nämlich der Tod für so eine Armbanduhr. Ist richtig. Wobei es schon wieder wissenschaftliche Erhebungen gibt, die sagen, das stimmt alles überhaupt nicht. Aber trotzdem bin ich auch der Meinung, dass eben Automatikuhren immer in Bewegung sein müssen. Da gibt es Leute, die stellen die dann im Schleudergang auf die Waschmaschine. Das bringt nicht so das Richtige. Nee, ne? Ja, und bittere Nachfolge ist dann natürlich, sie geht kaputt. Man muss sie zum Uhrmacher schaffen. Und das ist natürlich auch sehr teuer. Und deswegen haben wir hier solch eine schöne Automatik-Armbanduhrenbeweger, die wir hier sehen. Ja, kompliziertes Wort, ganz viele Wörter in einem. Und wir sehen ja hier, dieser Uhrenbeweger macht eigentlich nichts anderes, als meine Uhr zu bewegen. Also die simuliert praktisch das, was ich am Handgelenk habe. Das habe ich hier in diesem Uhrenbeweger. Und das ist unheimlich praktisch. Stellen Sie mal vor, Sie reisen nach Ägypten und sagen, oh, meine teure Automatik-Armbanduhr, die möchte ich natürlich nicht mitnehmen. Ja. Die lasse ich zu Hause. Dann sind Sie 2, 3 Wochen weg und dann kommen Sie natürlich wieder und dann ist die Uhr kaputt. Und dieser Uhrenbeweger sorgt natürlich dafür, dass Ihre Uhr ein langes, langes Leben hat. Ja, das ganze Verhalten hat sich, was Armbanduhren angeht, in Deutschland tatsächlich verändert in den letzten Monaten. Denn die Leute fangen an, Uhren zu sammeln. Ich weiß ja nicht, ob Sie auch sammeln. Ich bin ja auch so ein Sammler. Ich habe mittlerweile 38 Armbanduhren. Wow. Und fing aber früh an. Ne? Ich habe auch alte Schätzchen und ich habe auch so Promotion-Uhren, weil ich ja mal in einer Plattenfirma gearbeitet habe und alles solche Sachen. Und es ist natürlich wichtig, dass ein Zeitmesser mit Automatik tatsächlich in Gang bleibt, meine Damen und Herren. Und wenn man den nicht am Handgelenk trägt und trägt gerade eine andere Uhr, sollte die trotzdem weiterlaufen. Das hält sie einfach fit. Ansonsten kannst du deine Uhr alle 2 Jahre zum Uhrmacher bringen, zum Reinigen und nachgucken und machen und tun. Und das kostet bei richtig teuren Uhren auch richtig teures Geld. Das kann man sich sparen. Ne? Eben, also du sprichst ja auch an, oder dann so Sammlerstücke oder richtig teure Uhren, die man wirklich nur zu einem ganz, ganz besonderen Anlass trägt. So 1, 2 Mal im Jahr. Das, wäre ja dann schade drum. Ich zeige jetzt mal dieses Gerät. Also wir haben hier oben eine Klappe. Jetzt mache ich das mal kurz auf Stopp. Dann nehme ich mir das hier heraus. Ja, das ist schön fest drin. Ja, genau, muss ja auch. Dann klemme ich meine Uhr hier rein. Also mit dem Dornverschluss mache ich die hier hinten zu, stecke sie hier drauf und dann lege ich sie wieder hier rein. Genau. Und dann Deckel zu. Passt für jede Uhr. Ja, ne? Und jetzt kann ich mich entscheiden, wenn ich das hier umdrehe, das Ganze ob rechts oder links drehen. Also je nachdem, wie man das gern haben möchte, rechts oder links drehen, kann ich das hier dann natürlich schalten. Ich drehe das mal hier noch mehr um, dann sieht man das. Ich finde es wichtig, links- oder rechtslauf ist wichtig, denn man verhält sich ja auch nicht immer nur in eine Richtung, wenn man die Uhr am Handgelenk hat. Und deshalb sollte sie ruhig in beide Richtungen gedreht werden. Und vor allen Dingen ist sie immer voll. Ne? Sie ist immer aufgeladen, das heißt also, sie ist immer aufgezogen sozusagen, denn durch die Bewegung zieht sich ja die Uhr automatisch auf. Das ist die ideale Lösung und macht natürlich optisch auch was her. Das kann man überall hinstellen. Na, du kannst es ja auch, wenn du auf Stopp drückst, kannst du es ja auch dafür nutzen, dass die Uhr vor Staub geschützt ist, vor Schmutz, dass da nichts drankommt. Ja. Denn wir haben ja hier diese Acrylglasdeckel, das heißt, hier passiert der Uhr auch nichts. Und das ist natürlich sehr schön. Und die Uhr geht immer genau. Sie brauchen sie nicht neu stellen, wenn sie nach 3 Wochen sagen, so, jetzt möchte ich die mal wieder tragen. Sie geht immer genau und ist immer in Bewegung und immer aufgezogen. Und das ist natürlich wunderbar, denn da kann man sie einfach wechseln und anziehen. Ja. Super Sache. Die läuft immer 1 Stunde, dann pausiert sie 3 Stunden und dann das Ganze wieder für 1 Stunde. Ja. Also das ist super praktisch. Das regelt ihr automatisch, da müssen Sie gar nichts mehr machen. Eine schöne Geschenkidee übrigens auch. Vielleicht haben Sie ja letztes Jahr zum Geburtstag Ihren Liebsten schon mal eine Uhr geschenkt, eine Automatikuhr. Und dann schenken Sie dieses Jahr zu Weihnachten einfach einen Uhrenbeweger. Ja, dieser Uhrenbeweger, meine Damen und Herren, in einem runden Design, den Sie hier sehen, da lassen wir richtig was runter. Nämlich 43% werden vom Preis rabattiert und diesen Rabatt
Vertrag bekommen Sie. Das sind über 30 Euro, die Sie sparen. Normalerweise zahlen Sie laut Liste bei Pearl 69,90. Jetzt und hier 39,90. Das ist wirklich ein super Preis. Da sollten Sie ganz schnell zuschlagen. Die automatische Bestellnummer ist PE. Automatische Bestellnummer ja, ist auch die ist gut, auch automatisch, ne? Ja. PE 76 46 569. Schlagen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Warten Sie aber bitte noch, denn wir haben noch 4 weitere Uhrenbeweger hier im Programm. Und wir kommen gleich mit der nächsten zu Ihnen. Unsere Sia hat gerade das Produkt mal gewechselt und jetzt wird es richtig interessant, ja. Denn jetzt haben wir auch noch einen optischen Gag dabei. Genau, das Schöne ist hier, wir haben hier zusätzlich noch, also das ist vom Prinzip her das ähnliche oder selbe Modell, wie wir ihn gerade vorgestellt haben. Mhm. Aber wenn Sie sagen, noch so eine kleine Beleuchtung, noch so ein i-Tüpfelchen, weil diese Uhr ist ja schon klasse, das ja. heißt, sie soll auch jeder sehen, dann haben wir hier noch eine klasse LED-Beleuchtung und das Gerät ist ja so flüsterleise, das hat einen ganz kleinen, leisen, angenehmen, nicht hörbaren Motor. Man kann eigentlich nichts hören. Nee, man kann nichts hören. Und deswegen ist sie natürlich auch fürs Schlafzimmer geeignet, weil ja. da braucht man ja seine Ruhe. Ja. Und so eine kleine Nachtbeleuchtung ist gar nicht schlecht, ne? Ja, nicht nur das, ist auch optisch ein Blickfang. Also wenn man den im Wohnzimmer auf den Kaminsims stellt oder aber in die Diele beispielsweise und es kommt jemand rein, das ist sofort ein Blickfang. Da guckt jeder hin. Ist als Kugel hier gemacht und hat 4 verschiedene Programme. Ja, natürlich genau. auch den Links- und Rechtslauf. Und genau, einmal die Drehrichtung und einmal dann den Drehintervall. Mhm. Und die Rotationsgeschwindigkeit beträgt maximal 6 Umdrehungen pro Minute, also das kann man dann auch einstellen. Ist wirklich eine schöne Sache. Mhm. Hier haben wir auch gerade noch mal den Anschluss gesehen. Hier wird es angeschlossen an die Steckdose und dann kann man das auch überall hinstellen, wo Sie das gerne möchten, selbst sogar ins Schlafzimmer. So leise ist es. Ja, das Besondere an diesem Modell, Sie stellen Ihr Liebhaberstück richtig ins Rampenlicht. Wir haben es ja schon gesagt, mit diesem wunderbaren blauen Licht, meine Damen und Herren. Statt ein dunkles Dasein zu führen, in der dunklen Schublade zu fristen, wird die Uhr natürlich zum vielbeachteten Star. Dreht sich der Uhren Bewegung, er strahlt ihr Chronograph in einem stylisch magischen blauen Licht. Das ist herrlich. Und der Motor, wie gesagt, absolut flüsterleise. Das ist ein Kunststoffgehäuse, was wir haben und natürlich staubgeschützt mit dieser Platte. Genau, das ist die hier, die Platte oder die Klappe, die schützt das Ganze vor Staub. Ja. Ich gebe mal auch, ja? Ja, bitte, nee, du. Nee, ich wollte nur die Artikelnummer durchgeben, falls Sie sagen, oh ja, das gefällt mir schon sehr gut. Das ist die NC 7050 und die 569. Die Rotationsgeschwindigkeit, falls Sie das interessiert, es gibt ja immer wieder so Spezialisten, die wollen das gerne wissen, maximal 6 Umdrehungen pro Minute, meine Damen und Herren. Das ist ein Elektromotor, den wir hier eingebaut haben mit einem Ein- und Ausschalter und ist nicht groß, wiegt gerade mal 400 Gramm, kann man überall dekorativ hinstellen. Ne? Ja, das ist eine schöne Dekoration auf jeden Fall und zur Not macht man es einfach ohne Uhr an, so wenn einem das gefällt. Ne? So als kleines Nachtlicht auf dem Nachttischschrank. Ja. Also bei mir wird sich das lohnen, weil ich habe mehrere Automatikuhren. Ja, ja, finde ich auch sinnvoll, weil du musst keine Batterien reintun. Man spart dabei richtig viel Geld. Ne? Keine Zellen und so und das geht alles von alleine. Und wie gesagt, wenn man die Uhr einigermaßen pflegt, dann läuft die auch jahrelang ohne zu murren. Ich habe eine, die ist 25 Jahre alt und die läuft immer noch. Wahnsinn. Ne? Ich habe die noch nie zum Reinigen gebracht oder so, weil ich auch besonders aufpasse. Ja. Die setzt man dann auch beim Händewaschen mal ab oder so. Und ne? Wie machst du das? Du hast ja auch nicht jeden Tag wo hast du deine Uhr gelegt? Ich habe mehrere von so, aber die kommen gleich, so was Ähnliches habe ich dazu, die kommen gleich. Ne? Okay, also wir haben schon noch eine Überraschung für Sie. Ja, also 49,90 ist hier der Preis, normalerweise in der Liste mit fast 80 Euro, da sparen Sie 38%. 38%, ich muss es immer wieder sagen, wie erfreut ich bin über diese großen Rabatte, die man bekommt, denn man hört überall 5%, ja. 10%, 20% wegen Neueröffnung. Ne? Ja. Ne? Und hier bedauern Neueröffnung. Ja, ja. Die machen 20 Jahre Neueröffnung am Stück. Ne? Das gibt es ja überhaupt nicht. Also kann man ja dran fühlen. Also bei uns gibt es richtige Prozente. Und das liegt daran, dass wir eben große Mengen einkaufen können und diese Rabatte an Sie weitergeben können, weil wir keine Zwischenhändler haben. Ne? Das sind also 2 Aspekte, die wichtig sind. Große Mengen kaufen, keine Zwischenhändler. Und das sind natürlich dann die Rabatte, die manchmal sogar bis 80% gehen, meine Damen und Herren. So, das war die Nummer 2. Gleich folgt die Nummer 3. Wäre für mich sehr sinnvoll. Genau, du hast ja mehrere so eine Uhren, ne? Richtig. Hast du ja gerade gesagt. Richtig. Upsa. Jetzt habe ich es schon auseinandergenommen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass die da nicht irgendwo nur im Schrank liegen und nur eine sich bewegt. Es wäre doch toll, wenn sich gleich 2 auf einmal laden könnten. Ja. Das wäre doch klasse. Es ist eine sogenannte Uhrenampel, die wir hier sehen. Sieht aus wie so ein Subwoofer, so eine Box.
So wie so eine Musikbox. Ja, stimmt. Genau, und das ist richtig cool. Also da könnte man das auch ins Wohnzimmer stellen oder natürlich auch ins Schlafzimmer. Und das ist auch ein schöner Uhrenbeweger. Ja. Da kann gleichzeitig zwei Automatikuhren auf einmal laden. Es muss aber mal stoppen, weil ich sehe gerade, hat dass... Hat sich verhittert? Ja, nee, die sind nicht richtig drin. Ah, die müssen richtig müssen reinstecken. Müssen wir nochmal reinlegen. Feste reintun. Ja. Ah, jetzt genau. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Es sei denn, ich habe es auch nicht feste drin. Aber das kann man einstellen für jede Uhr individuell. Und gleich fängt sie wieder an. So, da geht's los. Ich habe es immer noch nicht feste drin. Ist Soll auch ich wurscht. Noch mal gucken? Ja, kannst gerne noch mal gucken. Kein Problem. Ich sage Ihnen das mal die Artikelnummer, dass Sie die schon mal aufschreiben. Vielleicht ist die Schließe nicht zu von der Uhr. Nimm es einfach mal raus. So. Ja. Ah, das musst du ganz fest machen. Ist locker, ne? Ja, ja, machen ist zu locker. Ja, mein Gott. Jetzt muss ich noch mal rausnehmen. Das, an dieser Stelle darf ich Ihnen mal sagen, dass unsere Requisite von Tag über Tag und über Nacht eben immer im Einsatz ist. Und da kann schon mal sowas passieren, weil es muss ja alles hoppla hopp gehen. Es muss alles sehr schnell gehen. Und deshalb kann das schon mal passieren. Bleibt also ganz ruhig. Also es geht nicht fester, aber das ist nicht schlimm. Ja. So, ich sage Ihnen schon mal die Artikelnummer, wie gesagt, NC 7051 569. Das ist die SIA. Das war die SIA. Das war die SIA. Nochmal, Artikelnummer NC 7051 569. Für keine 70 Euro sind Sie hier dabei und immerhin 30% lassen wir hier auch vom Preis runter. Haben wir sie jetzt fest? Das ging nicht fester, ja. Weil... Gut, dann mach einfach dann aus. Machen aus, irritiert nur. Okay. Okay. Auf jeden Fall ist es wirklich ein schönes, robustes Kunststoffgehäuse, was sich nicht verstecken muss. Mhm. Und außerdem haben wir hier auch wieder unsere Staubschutzklappe. Also auch wenn Sie es mal nicht, man kann ja hier auch eine andere Uhr reintun, dass sie einfach staubgeschützt ist, wenn man jetzt keine Automatikuhr hat. Das ist fast schon so eine Art wie ein kleiner Schmuckkasten, nur für Uhren. Ja, natürlich auch rechts- und linksläufig. Wir schauen mal hinten drauf auf das Gerät. Schauen Sie mal. So. Da kann man rechts und links einstellen. Und dann hat es noch einen zusätzlichen Schalter, der für dann. Für vier Programme, genau. Ja, genau. Erzähl du. Ja, das ist dieser Wahlschalter hier für vier Drehprogramme. Also hier kann ich auch wieder die Drehrichtung einstellen, also ob links oder rechts. Oder das Drehintervall. Und auch hier haben wir wieder eine Rotationsgeschwindigkeit von maximal 6 Umdrehungen pro Minute. Hier stelle ich das dann einfach ein, welche Richtung. Sie stellen Ihr Liebhaberstück hier, richtig ins Rampenlicht. In dem haben wir auch Beleuchtung. Statt dem dunklen Dasein, meine Damen und Herren, in einem schönen Blau. Und perfekt für den Einsatz im Schlafzimmer, denn der Motor läuft absolut leise. Ne? Genau, also wir haben den Motor jetzt auch gar nicht gehört, deswegen ist es praktisch. Also da tut sich zwar was, aber man hört nichts und deswegen auch ein schönes kleines Nachtlicht. Gerade im Schlafzimmer, da will man ja immer mal so ein bisschen eine kleine Beleuchtung haben. Ja. Also ein schönes Geschenk für jemanden, von dem Sie wissen, dass er Automatikuhren hat oder sammelt beispielsweise. Und das wird ja im Moment immer mehr in Deutschland. Und deshalb, meine Damen und meine Herren, wenn Sie sagen, ich habe ja selber welche und habe noch keinen Uhrenbeweger und das ist genau das Richtige. Die laufen also erstaunlich gut, diese Geräte, diese Uhrenbeweger. Nicht nur bei uns, aber ich glaube ab sofort fast nur noch bei uns, weil wir sind da sehr, sehr günstig in den Preisen. Normalerweise fast 100 Euro für dieses Teil, ne? Wahnsinn. Ja, es ist ja auch ärgerlich, wenn du dir eine teure Automatikuhr geleistet hast. Wirklich, man spart das ganze Jahr darüber hinaus und spart auf diese Uhr hin und plötzlich geht die kaputt, weil man sie nicht bewegt hat. Das ist doch ärgerlich. Dann die Reparatur zum Uhrenmacher. Also das hat sich dann wirklich nicht gelohnt, die Aktion. Und deswegen bitte kaufen Sie sich einen Uhrenbeweger für ganz wenig Geld, weil es wäre wirklich ärgerlich, wenn die schöne Uhr dann nicht mehr geht. Oh, jetzt glaube ich, weiß ich, Walter, was du gemeint hast. Ja, welche du hast. Ja, weil das nächste Gerät kommt und wir legen mal richtig los. Und zwar total edel, meine Damen und Herren. Und hier sparen Sie satte 52%. Wenn Sie es gleich sehen, wissen Sie auch, warum sich das lohnt, dieses Gerät zu kaufen. Und das ist so schön, dieses Rot und Holz und und vorbar. Wahnsinn. Richtig klasse. Das ist hier echtes Rotholz. Ganz süß. Und das sieht wirklich extrem hochwertig aus. Oder sieht nicht nur aus, ist auch noch extrem hochwertig, denn es glänzt hier schön an den Seiten. Also es ist nochmal lackiert worden. Und innen befindet sich ja auch dieses schicke Kunstleder. Das heißt, ich kann hier auch zwei Uhren anwenden und das Kunstleder ist ja auch wirklich klasse, denn das schützt die Uhr ja auch vor Kratzern. Mhm. Und das ist besonders wichtig, denn teure Uhren dürfen ja auch nicht zerkratzen, gerade wenn sie aus Silber sind. Silber ist ja ein sehr weiches Material. Und das ist natürlich auch diese Acrylglasplatte, damit die Uhr schön geschützt ist. Das ist hier helles Kunstleder und die können Sie einfach rausholen, diese Pads. So. Wichtig ist, meine Damen und Herren, dass Sie es tatsächlich auch richtig reinstecken, damit die Uhr in Bewegung bleiben kann. Und es hat hier unten noch zusätzlich eine Schublade. Da können Sie entweder weitere Uhren reinstecken, ist auch wieder mit Polstern ausgelegt und Kunststoffleder.
also Kunstleder. Und Sie können diese Wände verschieben, wie Sie es brauchen. Genau. Ne? Das, die haben wir jetzt mal so eingeordnet. Da können Sie natürlich nicht nur Uhren reintun, sondern auch Schmuckstücke, wie Sie das gerne hätten. Ne? Also diese Schublade finde ich schon sehr, sehr praktisch. Da kann man auch andere Wertsachen noch mit reintun. Sieht aus wie so ein kleiner Schmuckkasten, ne? Wie so eine kleine Schmuckschatulle. Ja. Ja. Und ist wirklich schön geschützt, auch vor Staub, vor Schmutz. Jawohl. Oder natürlich auch, wenn man es nicht jeden Tag trägt, ist es natürlich wichtig, dass sie gut gelagert werden und nicht irgendwo im Badezimmer, denn Sie wissen ja, wenn Sie baden und dann entsteht natürlich Feuchtigkeit, dann kann Silber ja auch mal ganz schnell anlaufen und sieht dann überhaupt nicht mehr schön aus. So ist es, meine Damen und Herren. Und deshalb, wie gesagt, einfach rein da. Und dann haben Sie auch immer im Blick, können immer schön drauf gucken und Ihre Gäste werden auch Freude dran haben, wenn Sie die Uhr sehen. Ja? Ich lasse sie jetzt nochmal laufen. Jawohl, mach das mal. Jetzt habe ich sie wieder ausgemacht. Ja, macht nichts. Hier hinten befindet sich übrigens der Schalter dafür. Und da kann ich das dann auch wieder wählen, die Drehintervalle. Also hat zeigen, sagt die Regie. Ei, ei, Sir. So. Und das Ganze ist ja auch noch in der schicken Holzoptik. Also das sieht unheimlich edel aus. Ja. Ich glaube, wenn Sie diesen Uhrenbeweger verschenken, da werden erstmal wirklich alle denken, na, bei denen ist ja der Wohlstand ausgebrochen. Also hier ist An und Aus. Ne? Ja. Dann haben wir hier Intervallschalter. Die Intervalle, genau. Ja, und hier haben wir vier Programme. Ja, ne? Die vier Programme, genau. Ja. Super, also es ist wirklich eine schöne Sache, auch gerade zum Verschenken. Man kann hier nur sparen, das ist wirklich so. Und dieser kommt nach Hause für unter 100 Euro. Das ist wirklich wahnsinnig günstig. Man kann schon fast sagen, billig, unter 97 Euro sogar, sehe ich hier gerade. Mhm. Und deswegen sollte man hier nicht lange überlegen. NC7186 und die 569 ist die Artikelnummer für diesen schicken Uhrenbeweger mit dem Rotholzoptik, beziehungsweise Rotholz und Holzoptik. Ja, es geht aber noch besser. Wenn Sie meinen, dass es besser ist, haben wir das Ganze nochmal in Schwarz, in Klavierlackoptik, meine Damen und Herren. Und das ist natürlich auch ganz, ganz edel. Oh ja. Wunderbare Sache. Piano Black sozusagen. Also das ist wirklich so lackiert und wie bei so einem Piano, richtig edel. Das ist so der Luxus-Sportwagen unter den Uhrenbewegern, ja, ne, der Rolls-Royce sozusagen. Richtig edel und luxuriös und hochwertig. Und wenn man das dann natürlich auch im Schlafzimmer stehen hat oder im irgendwo, wo es jeder sieht, weil das sieht richtig edel aus, da könnte man meinen, man hat ein Vermögen dafür ausgegeben. Auch für zwei Uhren gedacht, dann hat es wieder diese Klappe hier, schauen Sie. Und Sie haben natürlich auch wieder, Entschuldigung, diese wunderbare Schublade, wo Sie noch drei weitere Uhren parken können oder aber auch Armbänder oder Ketten oder Ringe, was Sie so zu Hause haben, meine Damen. Hm, das ist doch oberschick. Das kann man doch auch im Wohnzimmer auf den Kaminsims stellen. Genau, oh ja. Ja. Das, wenn man sowieso so ein bisschen schwarz eingerichtet ist und dann noch mit diesem beigen Kunstleder, das macht richtig viel her. Schwarz-Weiß geht immer, ne? Ja, Schwarz-Weiß geht immer, weil das ist ja eigentlich zeitlos. Man sagt ja, Schwarz und Weiß sind keine Farben und deswegen natürlich auch zeitlos. Mhm. Und man kann es überall sich hinstellen und kombinieren oder natürlich auch verschenken. Jawohl. Also denken Sie dran, quälen Sie Ihre Uhren nicht, sondern streicheln Sie Ihre Uhren und lassen Sie sie einfach weiterleben, dass sie immer weiter laufen können und dass nichts drankommt, meine Damen und Herren. Das ist nochmal wichtig. Zum Preis sage ich Ihnen, dass wir 46% vom Grundpreis runterlassen. Das wären fast 200 Euro gewesen, sind sie aber nicht, denn sie zahlen noch nicht mal 108 Euro dafür. Also sie haben 92 Euro gespart, das ist richtig viel Geld und dafür lohnt sich also der Rolls-Royce unter den Uhrenbewegern auf jeden Fall. Wir haben hier sogar bei der Rotationsgeschwindigkeit maximal 8 Umdrehungen pro Minute, also noch mal ein bisschen mehr als bei den anderen. Mhm. Aber das ist ja auch die Luxusausführung, wie du so schön sagst, mit dem Sportwagen, der Vergleich der Mercedes unter den Sport- oder Uhrenbeweger und Sportbewegern. Jawohl. 5 verschiedene Intervalle haben Sie hier. Und da schauen wir auch noch mal auf die Rückseite. Sieht ähnlich aus wie bei unserem Uhrenbeweger, den wir gerade hatten in Rotholz. So, da sehen Sie es noch mal. Hier sind die Intervalle, die Sie einstellen. Hier ist An- und Ausschalter. Hier der Netzstecker steckt ja drin und hier nochmal die verschiedenen Programme. 5 Programme haben Sie insgesamt. Also wirklich ein tolles Geschenk. Oh ja. Finde ich wunderbar und ich würde mich super darüber freuen, denn ich habe leider nur einen Uhrenbeweger. Ich kann also nicht alle Uhren, die ich habe, ich habe eine Menge Automatikuhren in Bewegung halten. Weihnachten kommt ja bald. Gut, dass ich das weiß. Ja. Schön zu wissen. Klasse Sache. Also, dann ist es so, dass also die Gerätschaften, diese Uhrenbeweger, 1 Stunde laufen und 3 Stunden Pause machen. Genau. 1 Stunde laufen, 3 Stunden Pause machen. Das ist sehr gesund fürs Uhrwerk. Das ist so, müssen Sie sich vorstellen, wie beim Jogger. Davon kennt Anne ja eine Menge. Die läuft auch 1 Stunde und macht dann 3 Stunden Pause. Ja, oder manchmal auch ein bisschen länger. Ja. Aber 1 Stunde ist schon gut, wenn man 1 Stunde läuft. Ja. NC7187 und die 569, das ist die Artikelnummer.
für unseren Rolls-Royce unter den Uhrenbewegern. Ja, der Sportwagen überhaupt. Da sehen wir es nochmal. NC 71 87 569. Ich hoffe, Sie haben alles mitbekommen, sich alles notiert. Jetzt gilt es nur noch für Sie anzurufen und für Sie, für den richtigen Uhrenbeweger zu entscheiden. Vielleicht für sich selber einen wunderbaren und einen zum Weiterverschenken. Denken Sie dran, ab 150 Euro, da zahlen Sie keine Versandkosten. Ist doch ein toller Deal, oder? Und so oft Sie auch anrufen an einem Tag, zahlen Sie nur ein einziges Mal Versandkosten. In diesem Sinne, dann bewegen Sie mal schön Ihre Uhren, okay?